Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal Erklärungsnot mit dem neuen Spiel The Legend of Zelda Tears of Elementalis. Kleiner Spaß. Nein, es ist natürlich ein Zelda-Klon, Elementalis heißt das gute Stück. Und im Hintergrund zu hören meine Kooperationsstimme der Begleitung Klungerdrache. Grüß euch Leute. Tja, ihr kennt es ja mittlerweile auf unserem Kanal. Wir teilen uns die Arbeit. Einer ist zu sehen und unterhält euch ein bisschen vielleicht oder co-kommentiert. Also Kamera an, okay, das habe ich jetzt nicht erwähnt, okay. Und ja, der andere zockt und in dem Fall zockt heute mal der gute Horle ein schönes Zelda-Klonspiel. Das kommt... Bitte. Mhm. Ja, das kommt noch drauf an. Also wenn ihr jetzt sagt, der an der Kamera sieht sexy aus, dann bin ich's. Wenn er jetzt sagt so, ah nee, sieht nicht gut aus, dann ist der Klunger. Okay? Das ist okay für mich. Das ist absolut in Ordnung. Nein, natürlich nicht. Sympathische Gesicht ist immer Klunger und ich spiele immer. Ich will mich nicht zeigen, das ist besser für euch, glaubt mir's. Ja, heute haben wir Zelda-Klon, ich bin gespannt. Hab Bock drauf? Ja. New Game? Ich spiele nämlich mit. Sah sehr cool aus auf jeden Fall. Auf Steam könnt ihr euch runterladen als Demo zurzeit. Ich weiß nicht, wie lang oder was. Aber sah sehr cool aus mit dem Kniff, dass halt, wie der Name schon sagt, das jetzt nicht ein direkter Zelda-Klon an sich ist. Also optisch schon so in diesem Windfisch-Eis-Stil von damals. Aber... der große Unterschied ist halt diese Elemente, die ihr dazu habt, die ihr auch scheinbar verbinden könnt. Ne? Also was weiß ich, ihr macht jetzt einen Wasserangriff und durchnässt die Gegner oder habt Nässe auf dem Boden und dann könnt ihr mit Blitz zum Beispiel das Wasser, ja. Hast du mir die Rechte gegeben? Warte. So, ich kann jetzt nicht rüber. Aber eigentlich schon. Ich hab dir alle drei Rechte gegeben. Auch mit Controller zur Not? Ja. Gut. Weil Maus und Tastatur geht nicht. Wenn ich Enter drücke, dann komme ich immer ins Discord. Das, ja, aber normalerweise habe ich dir alle drei Rechte gegeben. Jetzt. Okay, ich muss Controller nehmen. Ja. So, wie nennen wir denn den Guten? Pass auf, ich habe eine Idee. Nenn dich, wie du willst. Was ganz Kreatives. Schauen wir mal, wie weit die Kreativität reicht. Hacklung. Alle die in Klungerdrache. Los geht's. Ab geht's. So, auch komm an hier. Kann man auch sie machen? Ja, machen wir natürlich nicht. Das war. Was ist ein Xier? Das könnte divers sein. Weiß ich nicht. Aber da habe ich keine Ahnung. Alter, habt ihr das echt eingebaut, Leute? Boah, Alter. Ich weiß es. Ich aber warum nicht? Gute Kevin. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, es ist ein Zelda-Klon, da muss ich einfach einen männlichen Spielcharakter wählen und wir haben natürlich schon mal drei Herzen. Ist geil, das ist echt wie... Wir schauen uns an. Sildur. Die Welt dort draußen ist ein magischer und verwirrender Ort. Was sieht so geil aus. Die Elemente formen unsere Welt. Ja. Alles, was du siehst, alles, was existiert, trägt die Elemente in sich. Das knisternde Feuer, das kühle Wasser des Flusses, das Gras unter deinen Füßen, die sind die reinsten Formen der Elemente. Aha. Die Elementargeister sind Kreaturen, welche die Kräfte der Elemente aufnehmen können. Und die sehen ziemlich cool aus, ehrlich gesagt. Mhm. Sie können diese Kräfte aber auch auf andere übertragen. Okay. Warte mich mal an die Feen. Oder wenn sie die Gunst eines Elements verlieren, zu leeren Hüllen werden. Oh nö. Das ist doof. Guck mal da hinten, ist schon da. Die Elementaristen studieren diese Welt. Elementaristen. Wir waren ein eigenes Volk, anders als die anderen. Unermüdlich haben wir die Elemente erforscht und von ihnen gelernt. Mhm. Nun jedoch sind die Elementaristen verschwunden. Na Glückwunsch, geht schon gut los wieder. Ja, Ganondorf aufgetaucht, zack. Ja, genau. Schon wieder vorbei. Ja. Schon ist wieder aus die Maus. Und all dies wegen deinen Eltern. Ja, also komm mal, sowas würde ich jetzt nicht unterschreiben, du. Ja, mich erinnern Elementargeister natürlich gleich an Secret of Mana. Ja. Da gab es auch immer die coolen Elementargeister. Und das habe ich immer total gefeiert. Oh, wie cool das ist. Komm mal, wenn du hier ins Licht gehst. Oh, geil. Das ist mein Ding, Leute. Ich liebe... Diese Oldschool-Zelda sind natürlich auch mega geil gewesen damals, ne? Ja, und man sieht ja auch sofort, ja, ne, auf den ersten Blick. Die Anspielung ist mehr als da. Also wer mal Bock hat auf einen Zelda-Klon
und sich die Zeit ein bisschen verkürzen möchte zum neuen Breath of the Wild Teil 2, sage ich mal, der ist, glaube ich, hier ganz gut beraten. Obwohl das ja auch so ein Ding ist. Ich sag mal, wenn du jetzt zum Beispiel einen Breath of the Wild geil findest, ja, ist weiß richtig. Ich nicht, ob du die alten damals dann heute geil das finden würdest. Das ist ja schon... Das stimmt. Eher für Zelda, für eingespannte Zelda-Fans wie mich vielleicht. Aber wir schauen uns das mal an. Oh ja. Der Raum, um deine Umgebung zu interagieren und mit Charakteren zu reden. Das machen wir natürlich. Xan, hallo. Hallo. Wie ich sehe, hast du einen Elementargeist gefunden und dein Abenteuer begonnen. Weil du die Demo spielst, kann ich dir noch keine Landkarte verkaufen. Das ist eine Schweinerei, Xan. Ja, Xan, da ist aber hier ganz dick Abmahnung, ja. Komm und triff mich in der Vollversion wieder. Hab ich cool gemacht. Vergiss nicht, Elementales auf deinem Steam-Wunschliste zu setzen. Ist schon passiert. Sonst hätte ich es nicht runtergeladen. Ja, aber cool, okay, aber cool gemacht, dass das dann auch gleich so. Ja, zwingen sie dich auch ein bisschen, ne? Naja, ist ja. Wenn du dann reden willst, musst du ran, deine Mutti. Organtia. Wiege aus Lava und Eisen. Mhm. Ja, na dann moin. Ey, oh, ja, warte mal. Du hast ein schönes Äffchen. Wie geht denn das? Warte mal. Achso, okay. Gondoloria. Ohne Lava kein Geschäft. Und ohne Geschäft habe ich jetzt begonnen, in meiner eigenen Gondel zu leben. Oh. Ist ja, jetzt hast du gemerkt, ne? Nicht der größte Platz in der Gondel, muss man mal sagen. Ne? Also, weiß ich, vielleicht nicht die geilste Idee, aber was haben wir denn hier? Ja, moin. Touristen. Ah, du bist es, wie wir. Nicht von hier, meine ich. Wir wollen Rukensha besuchen, aber... Um ehrlich zu sein, ist es nicht das, was wir erwartet haben. Kein einziges Thermalbad. Unerhört. Nur Dorfbewohner und Bergleute. Dafür lohnt es sich nicht, Villa Reik zu verlassen. Villa Reik? Hat aber so was Vikianisches. Was haben wir ja? Stimmt. Der Shop ist während der Demo geschlossen. Please try again later. Ja. Das ist ja ganz schön doof, wisst ihr das? Er wollte uns aber mal nichts zeigen, ne? Nee, ehrlich. Also, da war auch gut hier. Die kannst du bestimmt. Ja. Hallo, hä? Na, boah, klassisch. Gleich wieder auf die Hand. Ja, einmal frei. So läuft das Ding. Das ist doch bestimmt hier irgendwie was Cooles, ne? Warte mal. Ja, kann ich doch bestimmt. Oh ja, guck mal, kannst du. Schieben, ne? Schieben, ziehen. Ja. Okay. Kann ich das so kloppen? Nee, ich kann wirklich nur schmeißen. Bam! Wir schmeißen. Auch die Animation hier, wie er da steht, eindeutig. Ja. Ja, tut mir leid. Ich freue mich schon die ganze Zeit, was hier vibriert, aber das ist mein Controller, den ich auch angesteckt habe. Und unten drunter und dann... Ja. Ich habe mich schon gedacht, die ganze Zeit... Und Der brummt mit, der hat Bock dazu. Der brummt mit, ja. Speichern. Aber optisch gefällt mir das jetzt schon. Ich liebe diese... Ich habe damals schon SNES geliebt als Pixel-Look, aber heutzutage dieser scharfe Pixel-Look, ich finde das so geil. Ja, definitiv. Hast du das schöne Licht gesehen? Zuvor gab es solche Lichter nicht. Sie kommen von weit her. So, jetzt wollt ihr mal im Menü gucken. Ganze Zeit wollte ich das schon machen. Guck mal an, ja, was haben wir hier so schönes? Doch kleine Geldbeutel. Ganz klar, klassisch. Wird uns nicht helfen, aber ich weiß, es wird kommen. Er hat mir. Okay. Information ist. Aha, cool, da kann man hier Gegner angucken. Bestiarium, ja. Das ist natürlich das Menü. Geil fand ich, dass es am Münzen und Herzteile und so dort stand. Ja. Bei Rubine ja richtiger gewesen. Aha! Ja. Die erste Kiste. Ah, damals der erste Schatz zu helfen. Mal sehen, Menü den mit. Sound. Oh, warte mal. Das Menü soll ich öffnen? Und jetzt? Warte gleich. Ich glaube, du stehst noch nicht genau davor, hä? Ja. Ich soll ein Menü öffnen, hat sie gerade gesagt. 20 Rubine oder Goldmünzen. Kein Sound, schade. Doch, bei mir war Sound. Also nicht okay, vom Öffnen der Truhe, aber wenn du die Münze erhalten hast. Nee, habe ich auch keinen Sound gehabt, schade. Aber sonst die Musik und so hast du wieder alles. Die Musik habe ich und aber. Hörst du da was? Ja. Okay, höre ich auch nichts. Das ist auch so ein klassischer, kannst du sagen, wie bei Link to Post oder so. Post to Link? Link to Post. Link. Sowas passiert halt mit diesen Zwergen.
Faulenzer. Der Besufski. Jan, guck mich an. Wenn ich ein Großmeister wäre, würde ich es denn schon zeigen. Ja. So, mit dem reden. Da Stock zu. Oh, Wirtin. Ich nehme an, du bist halt genug zum Trinken, wa? Alter, die sehen aus, ja. Kunden! Meine Eltern hassen ihn, aber ich liebe ihn. Ich würde alles für ihn tun. Sogar in die Berge ziehen. Warum nicht? Das ist doch schön. Kunde. Wir spielen mit dem Gedanken, das Dorf zu verlassen. Abhauen! Abhauen? Vielleicht noch Dramund. Ich hab Sachen gehört. Okay. Das ist natürlich schön, dass du so Sachen gehört hast, Kollege. So was, Hickers fängt da wieder von vorne an. Hier. Ja, der hat halt auf jeden Fall... Ja, da ist ein strafeinsitzender Junge. Ja. Hättest du mal eine Flasche Whisky weniger gesoffen, du. Mal eine Potion weniger, besser wär's. Ja. Eine Bier-Potion weniger und dann... So, paar Dings zu kloppen. Ah, guck mal an, ja. Oh, was jetzt hier? Oh, ja. Oh, Gott. Die haben aber auch Normen, ey. So können wir nicht mehr lange weitermachen. Die Flüsse sind ausgetrocknet. Die Schmieden stehen still. Zwerge. Und was schlägst du vor, was wir tun sollen? Auf den Vulkan klettern und ihn sprengen. Dann kommt die Lava zurück. Ach, sprengen klingt jetzt nicht so ganz geil, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau mein Ding. Bin ich voll dabei. Hey, kannst du rein? Wir leben in verzweifelten Zeiten. Das bist du, glaube ich, oder? Achso, ne, weil du hast den angefangen. Abakuk hat für uns das Volk gechämt. Vertrauen wir ihm. Die haben jetzt einfach auch halt verschiedene Stimmen. Der große Abakuk, oh, da kannst du keiner lesen, starb vor tausenden Jahren. Das ist bestimmt der Drache. Und jetzt sterben klingt wir. So, ne? Es muss was geschehen. Ruhig bleiben alle miteinander. Ruhig bleiben. Und wenn in dem Tempel zurückgehen? Wir müssen versuchen, das Element wiederherzustellen. Ja. Raurig, bitte hör auf, so zu schreien, ja? Raurig ist geil, das ist auch ein bisschen so. Das Element ist jetzt unser Feind. Oh Gott. Bekämpfen wir es? Vielleicht kommt dann das Feuer zurück. Kannst du rein? Ach nee. Muss mal vergehen, das Element erreichen. Und wer hat ja, den Boden. Und wer hat dann vor Jahren diese Elementaristen hereingelassen? Der alte Rat handelt gegen meinen Willen. Ketzer! Alle miteinander waren das. Na, so lösen wir nichts. Ja. Ich schlage vor, die Jugendlichen zu bewaffnen und Boah, wo wollen wir noch? Das Feuer muss zurückkehren. Ketzerei! Meine Familie liegt im Schaden. So. Hey, du bist doch nicht von hier, oder? Nö. Die Stimmung heizt sich ganz schön auf. Naja. Bekleidest du mich? Ja, aber hast sonst nichts zu tun. Na, geh mal einfach mit. Was soll's? Ja. Wir hatten eh gerade nichts vor. Genau. Sind eh gerade, ja. Ah, da tropft's. Ach, wie cool das aussieht, wie das raustropft. Ja. Tut mir leid wegen vorhin. Mein Name ist Rock. Kuschel oder Hard Rock? Rock. Alle sind sehr aufgeregt. Und die Ältesten erheben als erstes ihre Stimme. Oh, doch, Geist. Hast du Durst oder möchtest du etwas essen? Also essen ja. Und Bier. Und Kaffee vielleicht. So was. Gib mal was zum Mampfen, ja. Mach mal Freunde. Gib mal her, wa? Ja, Essen bin ich dabei, auf jeden Fall. Dein kleiner Freund ist sehr merkwürdig. Ach, aber du nicht, oder was? Ist er dein Haustier? Sind alle Tiere dort draußen so? Was? Ist ja kein Haustier, Junge. Hast du gesehen, was fliegt? Naja. Ich gehe nicht viel raus. Eigentlich war ich noch nie draußen. Oh, mein Kerl, ey. Es steht außer Frage, dass es so nicht weitergehen kann. Warum denn? Nach und nach verlieren wir die Schmieden.
Nee. Ja, ist ja... Kommt nimmer viel, ne? Die Lava strömt jetzt überhaupt nicht mehr. Ich glaube nicht, dass wir das noch lange durchhalten können. Aber das interessiert dich bestimmt nicht. Wirklich, oder? Na doch, eigentlich schon. Wir was zu tun haben. Rock, du musst zur Mine gehen. Kanzerei! Die Mine? Warum ich? Weil ich gesagt habe, wir setzen das Gespräch bei mir zu Hause fort. Wir brauchen Kohle fürs Feuer. Ohne die Lava erfrieren wir. Getreu. Wenn euch das Dorf genauso am Herzen lege wie das Heizen. Du hast eine scharfe Zunge, Junge. Wäre doch schade, wenn du dich an ihr schneiden würdest. Ich gehe nicht gerne in die Mine. Weichei, das ist ein Befehl, Rock. Lerning, sein heißt, Befehle auszuführen. Ja, Herr. Geh doch. Mann, Mann, Mann. Zurück zur Mine? Ich hasse die Mine. Sie ist voller schrecklicher Kreaturen. Man sagt, dass es vor dem Kataklysmus keine gab. Ich war noch sehr jung, erinnere mich nicht gut daran. Man sagt auch, dass das Element für uns noch gesorgt hätte. Aber seit diese Elementaristen es uns entrissen haben, Da waren wir keine Freunde, ich bin glaube ich ein Elementarist. Jetzt rede ich schon wie die Ältesten. Aber echt, ey, du quasselst ja einen von der Strippe, das ist ja übel. Genau, ich bin zocken los jetzt. Würde es dir was ausmachen, am Mineneingang auf mich zu warten? Nö. Er liegt westlich des Dorfes. Mach ich, geht los. Alles klar, bis gleich. Tschüssikowski, wir räumen derweil deine Schmiede aus. Ich wollte es gerade sagen, aber erstmal räumen wir schön deine Bude aus, Junge. Zu fressen habe ich auch nichts gekriegt, Junge. Wasser sieht auch cool aus. Ja, die Optik ist wieder... Ich mach mal schnell ein neues Schwert. Die ist wieder top. Die Mucke ist cool. Ja. Alles supi. Getreu. Ach nee. Nerv mich nicht, Kreatur. Vor allem Kreatur. Kreatur. Also. So, da müssen wir noch. Willst du Stress oder was? Willst du Stress? Wir frieren, Ulava. Das hat er alles schon gesagt. Okay. Ja, ja. Wir brauchen Feuer im Haus. Feuer im Haus. Da geht doch vorbei. Was hast du denn? Da läuft nur, wenn du läufst. Ah, das ist ein Truhe. Da, Trüschen. Ganz links. Wie komme ich da hin? Warte mal. Wir müssen auf alle Fälle nach unten wieder ein Stück. Hier geht's drüber über die Brücke und dann bestimmt da nochmal die Brücke und da kommen wir zur Truhe wahrscheinlich. Kannst du dich durchschneiden. Durchs Gestrüpp. Zack. Los, Masterschwert. Oh, eine Potion. Geil. Glaube ich. Gucken wir mal. Hier ist es. Heiltrank regeneriert ein Herz. Warum nicht? Klassiker. Warum nicht? Du bist ja auf jeden Fall nach Westen. Ja. Das heißt nach links. So ist es. Osten ist rechts. Westen ist links. Aber wie? Warte mal. Nee, hier komm ich auch weiter. Ja, doch. Ja, sieht gut aus. Minen. Okay. Du bist kein Zwerg, aber ich drück mal ein Auge zu. Rock hat mich darum gebeten. Ich kann nicht Nein zu ihm sagen. Das ist schön. Dann auf Wiedersehen, mein Freund. Oder auch nicht Freund. Tschüssi, Gimli. Mach's gut, Zwerg. Oh, Lava-Schnecken. Geil. Wow, Gegner. Oh, da oben ist eine Karte. Eine Manuskript oder irgendwas. Ein Manifest. Ein Manifest. Guck mal, kannst du mal dick auf der Schnauze jetzt. Oder ist das ein Stall? Das genau. Ja, das können sein, die bauen die an, ne? Ich komm nicht herein, ne? Schau mal, wie schön meine Schnecken. Ein paar sind mir entwischt. Aber ich kann sie nicht suchen gehen. Wer würde auf die aufpassen, die hier sind? Die sind einfach so schön. Das heißt, bestimmt wir müssen Schnecken finden. Ist natürlich immer so eine Frage. Wie schön sind Schnecken, ne? Oh!
Da haben wir eine mitgekriegt, du. Gut, das geht schon mal nicht kaputt. Okay, da brauchst du ein anderes Werkzeug. Von euphorisch reingerannt. So, hier komme ich auch nicht durch, hier komme ich nicht durch. Jetzt kann man nach links oder hoch. Ich weiß es nicht, machen wir hier lang. Suche dir den Weg. Da drüben ist auf alle Fälle ein Eingang, das könnte der Eingang zur Mine sein. Ja. Könnte aber ein anderer Abschnitt sein. Könnte auch. Ah ne, aber da kommst du nicht hin, okay. Das heißt, dass du sowieso erstmal hoch musst. Okay. Ah. Ab in die Mine. Aber soll ja eigentlich draußen warten. Warum gehe ich jetzt rein? Na, weil es geil ist. So, mit X schwingst du dein Schwert. Nee, das ist nicht dein Ernst. Das klingt schon mal gut. Oh. Aha. Oh, wir sind jetzt. Oh, geil, Gegner. Endlich. Endlich kämpfen. Ah, das ist cool gemacht mit den Stylen. Ich werde wahrscheinlich mal das Gamepad. Entschuldigung, Leute. Ich werde das Gamepad mal ein bisschen weglegen hier, weil das die ganze Zeit vibriert und ich könnte mir vorstellen, dass man das dann vielleicht auch in der Aufnahme hört. Willst du eine? Oh, ich brenne! Ey, wo kommt der her? Nein! Kann ich meinen Geist einsetzen? Nee, noch nicht. Noch nicht, da ist er noch weiß. Ja. Ah, auch ein klassischer Sound. Richtig cool. Düdel, 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 düdel. Okay. Cool. Wenn man es hört. Das ist echt schade, dass das bei Parsec oftmals dann nicht funktioniert. Warum Almo? Oder Klassiker. Bricht alles zusammen. Ist alles am Arsch hier in der Mine. Alle am Arsch, ja. Mal wieder. Bam. Ach nee, ist klasse. Ja. Erst wenn er da ist. Leicht zu koordinieren, Leute. Aber dafür kriegst du aber relativ viele Herzen. Das geht schon noch, ne? Boah, das stimmt. Finde ich jetzt. Geht. Zack, zack, zack. Hau mal einen Affen, zack. So, ach, oh ja, Frogger. Ja, jetzt wird aber interessant, ja. Kann ich eigentlich? Okay, ich kann auch so reinlaufen. Du wirst wahrscheinlich einfach Schaden auf Dauer bekommen oder sowas. Könnte man sich vorstellen. Die Fische aus. Genau, wollte ich gerade sagen. Vorher platt gemacht. Das kann sein, ja. Zack und zack. So. Man. Schön. Fledermaus. Bleib drauf, Junge. Mach keinen Mist. Boah, so erpicht drauf, die Fledermaus kaputt zu machen. Ja, das muss jetzt sein, ne? Und das musst du jetzt mitnehmen, ja. Sind auch ein bisschen hier zum Kämpfen, nicht nur zum Gucken. So, rüber. So, bam. Easy, Baby. Zwei habe ich mal leben lassen. Ich bin da tierfreundlich. Jawohl. Dafür haben wir jetzt nochmal Gelegenheit. Oh, ach, da gibt's sogar noch Truhe jetzt geht's los. Trüche. Soll ich mal cheaten? Na, siehst du. Ja. Ja, ich hätte es lassen sollen. Aber ich habe mich so gewundert, weil ich vorhin schon in der Lava stand. Okay, ein kleines bisschen hast du. So, das war jetzt interessant. Ja, habe ich die? Nee. Oh, das ist sofort in der Lava gefallen. Ja. Wie komme ich jetzt runter? Mach erstmal das hier. Machen wir erstmal das. Jawohl, ab zur Truhe. So, habe ich eine Kohle. 40 Münzen. Schön. Ab. So, warte mal, jetzt muss ich hier. Ja. So, kommt mal her, ihr kleinen Flederpenner. Zack, hast du eine mitgekriegt, hast du gesehen? Die Soundeffekte sind einfach mega. Nächster Heiltrank. Bisschen Potion, genau. Bam. Da muss man natürlich jetzt mal dazu sagen, ne? Bei Zelda war jetzt erstmal der Welttempel dran. Ja, hab ein bisschen vergeigt, Leute. Ne, obwohl es gab da auch eine. Ah, jetzt hab ich's Herz liegen lassen. Eine Höhle am Anfang. Ach, das stimmt, bei den Alten stimmt, da war das ja noch so ein bisschen anders schon. Naja. Zack, zack. Bei den Gameboy und NES, SNES. So, jetzt sind wir schon wieder draußen, guck an. Warte mal, kann ich jetzt rein? Nee, okay. Ich kann aber bestimmt was wachsen lassen, vielleicht, sieht so aus. Aber was bringt dir das jetzt? Aber, ja genau, das wollte ich auch gerade überlegen. Warte mal, ich bin jetzt hier rausgegangen. Ohne Moment, das Puffer. Wow, bringt mir glaube ich noch nichts. Ja. Ich glaube, es bringt noch nichts. Vielleicht habe ich einen Weg übersehen, warte mal. Aber so viele Wege gab es doch jetzt gar nicht. Oder hier unten, oder? Ja gut. Nee, aber vielleicht bei den Fledermäusern noch woanders lang. Wir haben jetzt. Gibt es oben links, unten rechts? Nee, stimmt. Also ich würde jetzt keinen sehen. Interesting. Maximal kann sein, dass es
Warte mal. Die Mine vielleicht nicht der Eingang ist, den wir. Also eine andere. Aber. Nee. Vielleicht kann man ja irgendwas machen, ja. Ich dachte schon, so wie eine Art runterspringen oder sowas. Ja, hab ich auch gerade gedacht, aber nee, das geht nicht. Kann hier auf den, auf den Sandfleck? Nee. Nee, du. Das ist aber komisch. Okay, ne, vielleicht müssen wir dann doch die Höhle nochmal verlassen. Vielleicht ist dann doch irgendwie könnte sein. An der anderen Stelle der gute Rock. Und der macht dann vielleicht den Baum weg oder sonst irgendwas. Brand Rock Johnson. Der macht auch den Baum weg, wenn es drauf ankommt. Der macht definitiv alle Bäume weg. Ja, ja, es ist nicht ganz pixel-perfect, ne? Also man hat schon ein bisschen Spiel. Zum Glück. Das war bei Zelda aber anders, fand ich. Da war es wirklich manchmal, da bist du so runtergeglitscht. Hast du richtig. Da hast du immer mal das Brett gehabt. Mhm. So, hier kann man ja auch noch so irgendwie oben, unten. Nee, geht auch nicht. Nee, da hast du nur die Schweine. Na gut, dann gucken wir uns das nochmal an. Hilft ja nichts. So, warte mal, ich bin jetzt da, kann man hier. Aber anders geht's ja auch nicht lang. Gegner musste ja musste vielleicht ja nicht alle machen. Da kommen wir ja nicht vorbei sonst. Klar, kommst du vorbei, oder? Oh fuck. Na ja, wenn ich mich so anstelle, nicht mehr. Hä? Okay. Ja, das war jetzt Pixel. Klassisch. Ja. Man sorgt's noch und dann passiert's, ne? Ja, das Herz. Das war auch blöd. Das finde ich ein bisschen doof, dass das Herz nicht mit, also mitzieht, sondern dass du das dann. Weil hier wird's mich aber jetzt erwischen. Oder ich nehme mal schnell eine Potion, kommt. Das hilft ja nichts. Nimm mal eine Potion. Cool. Weil hier kommen jetzt die und da komme ich nicht vorbei. Der Schleim sagt, du kannst nicht vorbei. Da kommen ja einige Schleimis jetzt. Da drüben war halt der Schalter und der hat ja geklüppelt, aber. Na, da hat ja die Tür aufgemacht, ganz rechts. Naja. Naja, das vielleicht 41 Münzen. Nee, aber wir werden wahrscheinlich den guten Rock finden müssen. Das hilft wahrscheinlich alles nichts. Nein. Was machst du? Nicht wieder zurücklaufen. Alter, was jetzt? Will ich auch das Spiel ärgern, du. Boah, jetzt wird aber hier kritisch. Gehen wir fast noch drauf hier. Da kann ich auch nirgends hin mehr, ne? Nee, ich muss aber oben lang. Shit. Arschloch. Die eine Fackel dort sieht die bis eigenartig alles rechts, aber. Na ja, gab es vorhin schon eine. Hab ich auch schon gedacht. Aber ich kann auch nichts machen. Oder? Wir werden schon außen irgendwas noch machen müssen. Das denke ich auch. Bam, bam, bam. Das kann sein, ja, stimmt. Du brauchst den Rock wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Weiß ja nicht, umsonst Rock. Da oben geht's ja auch nochmal hoch. Ja, stimmt. Wir haben ja 1000. Obwohl. Mehr geht's nicht mehr. Aber warte mal, doch. Noch unten und dann hoch, ja. Richtig. Mit ein bisschen Umwege, ja. Ja, ne, das ist ja immer so ein Ding, ne? Man hat verschiedene Wege und dann kriegt man noch ein Item, was weiß ich, einen Handschuh, wo du Sachen rausziehen kannst oder eine Axt oder irgendwas. Ah. Und damit kommst du dann halt wieder weiter, ne? Die Kamera hat sich schon mal bewegt, oder was ist denn das hier? Okay. Eine vorne, vielleicht ein Zwischenspeicher. Ja, ah, da ist er, siehste. Was geht ab hier? Ich hab echt Angst. Wieder Klunker. Stimmt. Würdest du das für mich tun? War ja, es war ja abzusehen, oder? Oh, vielen Dank. Wir haben gar nicht ja gesagt, Mensch. Ich wollte gerade sagen, ich habe gar nicht ja gesagt. Du scheinst besser vorbereitet zu sein. Das ist mal klar. Ich hab ein Schwert. Sogar ein Schwert hast du. Ja. Okay. Obwohl, ohne Schild. Naja, ich glaube nicht, dass es dir schwerfallen wird, die Kohle zu bekommen. Vielen Dank. Ja, gern. Leider können wir den Shop nicht besuchen, weil in der Demo nicht verfügbar. Ne? Richtig. Oh, fast vergessen. Nimm dies mit. Es wird dir helfen. Kriegen bestimmte Potion. Ich warte hier auf dich. Bis dann. Schild. Kann man wetten. Ah, nee. Seile.
sie um Höhlen zu bewältigen. Bewältigen. Aha. Ach so. Ich wollte nämlich schon sagen, wo ich den Pflock gesehen habe, das sieht aus wie als wenn du ein Seil oder einen Haken ranmachen kannst und schon kriegen musst. Ja. Hab ich auch gesagt, dass du da hochklettern kannst, vielleicht dann später. Oh Gott, ich bin aber schnell. Jetzt könnte ich ja theoretisch zurückgehen, ne? Dort war aber nicht so ein Seilklumpen. Doch, da war so ein Pflock. Du hast mir nicht zugenommen. Da habe ich gesagt, da kann man sich bestimmt runterdingsen. Ganz sicher war da einer, aber ist egal, jetzt machen wir erstmal hier los. So, wir können jetzt wahrscheinlich hier mit der Lore fahren, oder? Ah ne, geht nicht, weil das ist ja zu. Ich glaube, es ist zu. Fahren wir erstmal Schalter. Ja, guck mal hier, Schieberätsel. Aber den kannst du nicht schieben, weil du nicht wegkommst. Richtig. Warte mal, deswegen musst du ja außen rausgehen und das Seil benutzen an dem Pflock. Ja. Oder es geht so auf. Oh! Hui! Aber ich kann nicht aussteigen. Nee. Oh Gott, ich muss zuschlagen. Sag das doch. Achso, du musst auch schon bis zum Ende fahren, ne? So. Okay. Verrückt. Komm her, du Ratte. Jetzt kann man den hier hochschieben. Genau, schieb auf den Knüll. Ah, jetzt mal eine kleine Abkürzung gebaut. Jetzt könnte man wieder zurückfahren. Zack, hab ich einen erst gesehen. Eiskalt. Eiskalt. Kennst du nix? Kenn ich nix. Okay, jetzt bin ich wieder. Ja, die mag ich nicht so, weil die kommen unverhofft. Unverhofft kommt oft. Ja, auch das war. Du wusstest es ja so. Zack. So, können wir noch mal eins freischieben. Das sind bis jetzt noch relativ einfach, die Rätsels. Nur, dass wir oben lang gehen. Wir können ja noch rechts. Da können wir da auch es sind ja zurzeit keine Rätsel, sondern ist ja einfach... Ah, hier können wir jetzt vorne umstellen. Dann kommen wir wieder gerade fahren. Okay. Genau. Ach so, okay. Und dann kommst du dort rüber. Ja. Genau. Krass ist halt, dass ich nicht aussteigen kann. Aber ich sehe schon, die Kristalle, Leute, kann man uns sparen. Also da ist entweder ein Herz drin oder gar nichts. Ach so, jetzt ist wieder zu. Ich dachte, das bleibt so, okay. Ich gehe trotzdem erstmal links. Oh Gott. Gut, lass mal das. Da könnten wir vielleicht eine Lampe gebrauchen oder sowas. Ich wollte gerade sagen, da kriegst du bestimmt noch irgendwie was. Na, dann fahren wir nochmal mit der Öllampe oder irgendwas. Los geht's. Dung, dung, dung. Warte, wie das Ding abgeht. Mega. Den Sound hörst du ja wieder nicht, aber das klingt mega geil. Ich kann es mir vorstellen, dass es cool klingt. So, pass mal auf. Jetzt kommen wir nämlich hier, glaube ich. Ja. Okay. Hol dir die Kiste. 61 Gold. Münzen. Jolt, wir brauchen Jolt. Ah, sind wir wieder in der Lava-Welt, siehst du? Alter. Ja, ich hab recht. Ja, das hört man bestimmt, wenn die kommen, ne? Nee. Da gibt's keinen Soundeffekt. Ich sehe auch nur. Gut. Ja, ich dachte, aber beim Schlagen und so machen sie alles, also gibt es schöne Soundeffekte halt. Das freut mich. Für euch. Ich weiß nicht, warum das bei Porsegnet ist. Die Aufnahme dann hinterher nochmal angucken kann. Achso, siehst du bist sozusagen jetzt einen Umweg gelaufen und hättest sozusagen an dem. Ah, alles klar, okay. Na gut, okay, aber ist ja nicht schlimm. Komm hier zum Beispiel auch wieder runter. Ja. Ah, der hat den Busch angezündet, ey. Der Verrückte. Ich wollte ja gerne mal die andere Höhle noch probieren, aber ich mach's jetzt nicht. Aber ich weiß, dass das gehen würde. Weil da war genauso ein Pippus. Nein, nur nach oben. Wolltest du nicht nach rechts laufen draußen? Doch. Ich wollte erstmal schnell, ja. Da wollte ich ja. Klar wollte ich nach rechts. Logisch. Nicht so, dass ich die Orientierung gerade verloren habe. Quatsch. Ach Mann, du Penner. Ich bin doch nicht. Oh, wieder Kohle. Oh, eine Münze fallen lassen. Also die finde ich schwierig irgendwie, weil du zu schnell kann ich hier irgendwas machen? Nee. Run rushed. Guck mal, da unten haben wir eine Schnecke von dem Kollegen. Ich will es jetzt mal probieren, wie das ist. Ab geht's mit dem Seil. Kann ich die jetzt einfangen oder muss ich. Oder hauen die mich? Ich denke mal, das sind normale Gegner. Ich glaube, die machen mich tot, ne? Die Jungs. Ja. Ja, okay, schade. Achso, ich dachte vielleicht, das wäre so wie bei Zelda mit den Hühnern. Da hat den Bau abgebrannt, ja. Ja, wie cool das aussieht. Okay, gehen wir hoch oder nach rechts? Ne, nach oben geht's ja erstmal nicht. Ach nee, stimmt, ja. Ich bin auch bescheuert. Ich dachte, hier oben geht's weiter. Es geht ja gar nicht, Leute.
Es ist wahrscheinlich einfach nur eine Ansage von dem Farmer sozusagen, ey, diese Viecher sei mir entwischt, also wirst du auf die treffen, so. Das kann passieren, ja. Alles ist cool gemacht, wie die das Zeug anzündet. Das finde ich auch cool, relativ, muss ich sagen. Weil wie auch du dann hast gesehen, auch ich zünde dann die Büsche an. Könnte schon mal ein Harz gebrauchen. Wir können jetzt in die Höhle rein oder uns abseilen. Ja. Oder kann ich sogar herüber? Nee. Also Seil haben wir schon mal unendlich. Ja. Das ist schön. Das ist schon mal sehr gut. Oh. Ach, guck mal an hier. Eine Schmiede, geil. Ah, ein Kohle-Ding kannst du was machen. Kohle-Ding? Da war doch gerade hier, ja. Ah ja. Ach ja, du hast etwas Kohle gefunden. Gott hat dich darum gebeten. Okay, also das war meine Aufgabe, Kohle zu finden. Das haben wir jetzt geschafft. So, aber jetzt egal. Oh! Wir werden ja kein Held, wenn wir nicht Maulwurf-Boy. Nein! Ach, da brauchst du das Schild. Da brauchst du das Schild. Ja, richtig. Klassisch Zelda, Leute. Das mit der Deko-Nuss, normalerweise bei Zelda. Also ja, mit die komischen Spucker. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Ja, Deko-Nuss. Also Deko-Nuss ist das, was die spucken. Genau. Gut, dann haben wir das. Dann kommen wir erstmal wieder runter. Ich weiß, dass ich zum Rocken muss, Leute, aber... Vielleicht ist es sogar eine Abkürzung jetzt einfach auch. Ich glaube, da geht es dann noch weiter hoch. Kann ich jetzt auch? Ach so, geht es aber dann nicht. Ach nee, okay, schade. Und dann müssten wir hier... Schade. Ach, da kommst du ins Dorf zurück. Okay. Aber wir wollen ja zum Rock. Naja, entweder läufst du durchs Dorf einfach links raus oder du musst jetzt wieder das ganze Ding zurücklaufen. Na, aber ist noch was. Jaja, ja, offensichtlich noch was zu entdecken. Ach, guck mal an. Und kannst du noch genug. Du stellst dich mit dem Element endlich zusammen, heizt meine Schmiede an. Möge die Lava dich vernichten. Und ich folge dir in 500 Jahren. What the fuck? 500 Jahren, also dauert noch ein bisschen, Leute. Hier liegt Rauchig Sohn von Rauchig Vater von Rauchig. Sozusagen ein schottischer Whisky. Rauchig. Der Rauchig. Da bist du im Friedhof hier, ne? Ja. Ah, guck mal, Gras hier drüben, cool. So, am Arsch natürlich nochmal so Truhe plündern wieder. Cool, schön, dass wir so viel Geld kriegen, die uns sowas nichts nützt, weil er da lauten, warte mal, geschlossen hat. Ja, hat zu. Sonder. Hat zu. Fahrdog, also einfach zugemacht, das Ding. Der hat heute nicht offen. Nee, du. Dorf. Ab aufs Dorf. Vielleicht ist er auch schon hier wieder. Oh Gott, wollte die Brücke wegschieben. Möglich. Ja, aber hier kommen wir ja gar nicht weiter. Waren wir hier schon drin? Nee. Dann, Leute. Klassisch, erstmal gehst du erst in ein Haus kaputt rein machen, jawohl. Und vernichtest alles. So. Wie der Axt im Walde durch. Wie Horde ist halt. Ne? Wie es halt sein muss. Ja, hier musst du dann wahrscheinlich mit den Gondolieros eigentlich, wenn die Lava fließt. Das stimmt. Kann sein. Aber okay. Ah, hier geht's weiter, okay. Ja, genau. Muss ein ganz schöne Wege. Da rennt immer noch seine Runden. Der holt immer noch Feuerholz. Brennholz. So, na dann. Auf zum Moin. Kollege. Einfach weggucken. So. Komm ich aber auch dort nicht hoch, ne? Ja, weil wir doch noch ein Item brauchen zum Zerschneiden von diesen Grasdingern. Büschen, Dornenbüschen. Keine Ahnung, was das so richtig war. So, pass auf. Hier stand ich doch vorne oben, ne? Ne, war das? Nee. Ich meine jetzt nicht, wo der Rock stand. Ich meine jetzt, wo ich vorhin in der Höhle war. Da stand es ja nicht. Gut. Das war beide mal gucken, wenn du jetzt dort nur runterkommen würdest, würde es ja keinen Sinn machen. Hier war die Höhle. Da. Gut, wir gehen erstmal zum Rock. Rock. The Rock. If you smell what the Rock is cooking. Ja. The Rock, Leute, wer kennt's nicht? Wrestling. The Rock, Legende. Und. Eine von vielen. Ja, eine von vielen. So, die Kamera bewegt sich wieder, das heißt, Rocky ist wieder am Schlüssel. Ja, oh, moin, ich hab deine Kohle. Was mit der Kohle ist?
Was mich alles interessiert. Wahnsinn, du hast ja eine Menge. Noch ein Stück halt. Hattest du keine Angst vor den Kreaturen? Nee. Ging so. Du gibst Rock die Kohle. Was mit der Kohle ist. Du bist sehr mutig. Ja, höre ich öfter, danke. Wenn die Ältesten nur halb so mutig wären wie du. Ja, dann wären wir auf jeden Fall schon ein ganzes Stück weiter, Freunde. Das kann ich aber sagen. Ja, gib das Schild raus jetzt. Hey, da fällt mir ein. Ganz sicher ist das eine schlechte Idee. Aber was hältst du davon, den Tempel zu betreten? Ja, unglaublich viel. Unglaublich viel halte ich davon. Schau dich doch mal um. Vielleicht kannst du etwas herausfinden. Okay. Oh, natürlich. Du brauchst einen Schild. Aha. Vielleicht kann ich dir einen machen. Vielleicht. In der Schmiede gibt es noch etwas Lava. Okay. Scheint mir nicht so, als würde irgendwer anderes sie benutzen wollen. Komm zu meiner Schmiede. Das ist ein Komiker. Oder renn ich weg? Ich weiß noch nicht, wo die Schmiede ist. Wir waren vorhin schon drin. So viele Häuser gab es in der Stadt nicht. Denkst du in der Stadt? Denkst du nicht hier oben? Nee, nee, in der Stadt, in der Schmiede. Wir waren ja in der Schmiede drin, wo er gesagt hat, hier, es läuft kaum noch Lava, bla. Ja, das stimmt schon, aber. Dann macht er uns jetzt ein schönes Schild, dann können wir diesen Degonuss-Spinner wegknüppeln. Hätte jetzt aber normalerweise, also ein Schild aus Holz hätte auch gereicht. Leute, ne? So haben wir doch alle mal angefangen. Nee. So, aber welches Haus war das jetzt? Das hier? Das kann sein. Musst du gucken. Welches Haus genau habe ich mir jetzt angeguckt? Ja, warte mal. Ich war oben bei dem Dorf. Da bin ich hinterhergelaufen. Das war doch nicht hier. Ich dachte, das wäre auf der linken Seite gewesen. Ich weiß es auch nicht. Ja, ist noch eine Frau mit Vasen. Lass mal jetzt mal. Das weiß ich jetzt auch nicht ganz genau. Auf der linken Seite, genau. Aber oben, wo die gequatscht haben. Ketzerei. Ah ja, hier ist er doch. Ja, moin. Raus mit dem Schild, mein Freund. Das ist ein Eisenschild, Alter, wie geil. Wäre es nicht fantastisch, die Schmieden wieder arbeiten zu sehen? Oh, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das bedeutet nämlich Waffen, Rüstung, Schilde. Das Klopfen der Hämmer, der aufsteigende Dampf, das knisternde Feuer, das rotglühende Metall. Sag das nicht den Klimaaktivisten, du. Da bist du aber ganz... Da kleben sich Schleife. Da ist der Schmiede zu, das sage ich ja. Da ist nämlich vorbei. Ne? Vor dem Kataklysmus, du verstehst schon. Ja, ja. Ich vermisse es, obwohl ich mich nicht mal daran erinnern kann, wie unsinnig von mir. Wenn das so weitergeht, muss ich aufhören, ein Lehrling zu sein. Naja, klar, wenn es nichts zu schmieden gibt, brauchst du keinen Lehrling. Ne? Ja. Es wird nichts zu lernen geben. Ja, entschuldige, ja. Richtig. Tja, es scheint alles wäre, als wäre das Schild fertig geworden. Fertig. Probier ihn mal aus. Ran mit dem Schild. Oh ja. Du hast den Lehrlingsschild erhalten. Schütze dich mit LB. Jo, cool. Bam. Feine Sache. Macht er automatisch. Ciao, er passt perfekt zu dir. Ja, auf jeden Fall. Schild schwarz meins. Er ist nicht sonderlich gut. Tut mir leid. Du bist ja auch Lehrling. Ehrlich gesagt, war das mein erster Versuch überhaupt. Da warst du top. Aber für den Tempel reicht der allemal. Da kann es ja kein geiler Tempel sein. Damit kannst du dich verteidigen und Projektile abwehren. Okay. Man hätte vielleicht auch noch sagen können, kontern oder reflektieren. Der Tempel befindet sich jenseits der Stelle, an der du die Kohle bekommen hast. Das wissen wir schon, danke. Sei bitte vorsichtig. Da ist ein Typ, der spuckt. Dann spuck ich zurück. Und wenn du in Gefahr gerätst, komm sofort hierher zurück. Ich könnte deinen Tod nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Du schaffst das. Auf jeden Fall. Ich glaube an mich selbst. Los geht's. Ich habe ein Schild, ein Schwert. Was soll mir passieren, Leute? Also jetzt kann eigentlich nichts mehr passieren. Bam, 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 bam. So, waren wir oben schon drin? Ich glaube, da waren wir noch. Ach, das ist eine große Schmiede. Ah ja, hier ist aber noch ein bisschen Action, ne? Habt ihr. Obwohl, das kann sein, da kannst du was kaufen, wenn du unten an dem Tür. Das sieht doch aus wie ein Laden. Willkommen in meiner Schmiede.
Ich fürchte, du hast das peinliche Spektakel, das wir da draußen veranstaltet haben, gesehen. Na, es fällt mir schwer, das zu sagen, aber wir sind nicht in der Lage, Handel zu treiben. Das Dorf ist nicht mehr, was einmal war. Naja, vielleicht, wenn das Element zurückkehren würde. Ketzerei! Ketzerei, ja, dann machen wir doch. Quatsch mit dem da oben nicht, weil bringt jetzt nichts. Wir müssen auf jeden Fall erstmal ran an den Mutti. Ja, ran an den Speck hier, da hilft da nichts. Ketzerei. Und wir. Das ist mega gut, einfach nur. Elementaristen. Ketzerei. Der hat bestimmt ein bisschen Tourette. Hat bestimmt auch mal ein bisschen Kohle zu viel auf den Kopf gekriegt, denke ich. Moin. Da stellt schon keine Fragen mehr der Kollege hier. Unser Sicherheitszwerg da. Der Sicherheitshalbe. Da kennt uns schon. Mir. So. Pass auf, ja. Hier ist er richtig. Paladin. His name is the German Kleinigkeit. The German Kleinigkeit, Paladin. Sicherheitshalbe. Das hat mehrere Bedeutungen. Sicherheitshalber oder ja, Sicherheitshalber. Ja, ja. So, jetzt haben wir es mal richtig. Kannst du gleich mit den Dings durchfahren, hör. Komm her, jetzt gibt's das mal, ja. Kannst du mal blocken. Ich will mal sehen, ob das bringt. Komm her. Ich will blocken. Mach doch mal ein bisschen mit. Ach komm, jetzt hab ich noch mal nicht so. Ja, hat nicht funktioniert. So gut. Und tschüss. Kann ich aber nicht, weil ich muss ja. Du Aschlo. Hab ich vergessen. Ich muss ja erstmal wieder um. Um Dingsen. Um Dings da bumsen. Oh, Kohle. Hab ich? Ja. Bam. Wir können doch ja einfach durchlaufen, ne? Wir können sie ja aufschieben. Ja. Ja, nehme ich. Probieren wir mal. Ran mit dem Herz. Nee, aber du musst ja hier durch dann. Ach, stimmt, ja. Das geht nicht. Das geht nicht. Da brauchst du schon eine Bahn hier. Eine Bahn. Ach Mensch. Die Kurzüberbahn brauchst du da. Auf der Bahn kann man uns nicht verlassen. Also das kann er, wenn die wieder streiken. Ja, der hast du einen Tag, ja. Aber hier bist ja selber dein Bahnführer, das ist das ja toll. Ist, Du musst dich selber streiken, ist ja Quatsch. Tschüss. Da bist du ja nicht sicher, wann da mal überhaupt ein Zug fährt. Hier ein Ersatzbahn, kommt dann. So, Rinde, Olga. Los geht's. Ab geht's. Warst du überhaupt richtig jetzt? Ja. Doch, da ist ja die Kohle. Ja, doch, stimmt schon. Bist schon richtig. Kann sogar in der Bahn blocken. Geil. Rinnen in den Dungeon. Bam. Kristalle weg hier. Wir brauchen hier Platz. Platz da, ich bin der Landwirt. Ach. Nein, ich will ausweichen allen. So eine Kacke. Ruhe. Tschüss. Könnt mich mal. Platz da, ich bin der Landvogt. Ach, ich hasse diese Viecher. Ja, ich hab's, die sind nichts für mich. Wollt du die ja kurz am Boden. Ja, genau, wollte ich gerade sagen. Kurz siehst am Boden. Aber wenn du halt zu schnell läufst, ist schon. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Also, jetzt ist es halt wieder dieses Ding, wenn man zuguckt. Also, wenn ich zuschaue, habe ich das Gefühl, so ich sehe die und du läufst voll rein. Wenn ich aber spielen würde, ist das wieder eine ganz andere Sache, weil du wahrscheinlich in dem Augenblick woanders hinguckst oder bist ja, irgendwo. Ja. Aber als Zuschauer wirkt es manchmal so, als wenn du absichtlich reinläufst. Aber das. Nee, Leute, kann ich dir sagen. Also, ich sehe diesen Strich am Boden manchmal. Aber diesmal habe ich es wirklich. Also, manchmal siehst du es nicht. Also, zu spät. Du läufst, guckst einfach woanders hin. Genau. Ja. Du guckst Farben vor. Deswegen, das ist jetzt so. Bin ich mal gespannt. So, mein Freund, jetzt hier. Jetzt kriegst du deine Nuss zurück, mein Freund. Jetzt ist vorbei. Ja. So sieht es nämlich mal aus. Na, da nützt der Helm auch nichts mehr. Nee. So, aber du fährst. Erste Rätsel. Naja. Ja. War hart. Ich hab echt lange überlegt. So. Ja. Klassische erste Dreierrätsel. Die kann ja nur wahrscheinlich nicht blocken, ja? Da kann ich. Na gut, muss sie ja nicht. Die greifen ja nicht an, eigentlich. Nee. Aber ja. Was ich wirklich sagen muss, ich kann mich erinnern, bei Lufia 2 gab es ein Rätsel damals mit so. Boah, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll. Alter Schwede. Da hattest du so Schieberätsel mit so Plattformen und das war, Alter, war das. Da habe ich Stunden gebraucht. Mhm. Ja. Schrecklich. Lufia. Geiles Ding. Geile Spiele, Lufia oder Secret of Evermore, Secret of Mana. Alter, mega. Legendäre Spiele.
Das war auch da dieser Look auch so ein bisschen, ne? Ja. Das hat halt, ich habe das geliebt damals, die Spiele. Das fand ich immer mega cool. Das ist ja genau der. Ich habe auch gut gesuchtet. Das also. Ist ja im Endeffekt genau das Ding. Deshalb sage ich, ich habe schon immer diese Art der Spiele gemocht. Vom Optischen her. Und heutzutage ist es halt mit den Effekten, die da noch dazukommen, das Glatte, das Polierte. Das ja. macht die Spiele halt noch schöner, ne? Weil der Look ja an sich schon immer cool war, dieser Pixel-Look. Und jetzt mit dem noch schöneren Look ist das natürlich eine Augenweide, ne? Brauchen wir ja nicht zu sagen. Auf jeden Fall. So. War ich jetzt hier. Nee, da war ich noch nicht drin. Oh, was ist denn das hier geiles? Guck mal. Siehst du da oben? Ja. Warte mal. Da brennt das mit. Den Baum ab, schön. Ich wollte eben gerade nicht reinlaufen, aber ist auch egal. Machen wir es trotzdem, was soll's. Wir laufen das, ja, das rein. Das ist ein coolen Effekt, finde ich das. Guck mal hier. Turtles. Das hier. Oh Gott. Mörser-Schildkröten. Seid ihr denn völlig wahnsinnig geworden? Die drehen ja völlig durch hier. Ja, da seid ihr völlig krank. Coole Art. Hau auf jeden Fall da mal ein Seil ran, damit, falls du unten rauskommst, gleich wieder eine Abkürzung hast oder irgendwie. Also überall, wo du ein Seil machen kannst, mach's auch ran. Na, ich werde erstmal in die Höhle rein müssen. Da gibt es halt 1000 Wege wieder, wir müssen abklappern. ja, das. Ich glaube, hier brauchst du eine Lampe oder irgendwas. In die Dunkelheit. Oder halt das Feuerelementar. Ja, das wird so werden. Wobei man sieht da hier was. Ja, aber es ist schon. Okay. Ich glaube nicht, dass das so gemacht werden muss. Nee. Nee. Das ist erstmal gestorben jetzt. Ja. Ich glaube, das hat dann mit den Elementaren zu tun. Da passt du dann Elementarfeuergeist und der macht dann die Feuerschollen an und gut. Ja, macht Sinn. Ja. Gut. Dann leck mich am Arsch hier. Ich finde das so cool, dass du das mit anzündest. So, die kann man nichts machen da bei diesen Stachelkumpels. Das geht dann bestimmt auch mit dem Feuergeist. Könnte gut sein, ja. Ach Mann, siehst du wieder, ich habe wieder nach vorne geguckt und oben aufs Herz. Ich sehe die echt zu spät, das ist furchtbar. Die finde ich richtig coole Ideen, ja. Gegner. Optik ist cool. Gibt's nichts zu meckern bis jetzt. No. So, klippeln wir die mal weg, Badoof, ja. Jetzt haben wir ja Abkürzungen, laufen wir weiter. Ne, je nachdem, ich weiß nicht, ob eine Abkürzung ist. Kann das sein, da unten geht's rein. Kann auch sein, ja. Also das. Wir waren da unten, glaube ich, noch nicht drin. Nee. Nein, töte ihn doch. Aber hier waren wir auch noch nicht drin. Du musst halt einfach mal die Dinger, genau, wir müssen halt gucken, wo wir rein können und fertig. Sonst können wir das ja gar nicht evaluieren, wo wir schon waren oder wo nicht. Ja. Pass mal auf, warte mal, das ist blöd. Boah, das ist aber schon hart. Ich glaube nicht, dass du die treffen musst, oder? Nee, ich weiß, aber ich muss ja hier. Was? Das hat mich schon hergezogen. Boah, das ist schon. Okay, das ist schon. Denkst du, das ist schon schwerer? Ja. Das war wohl spät. Ja, das hielt noch. Also, du musst selber spielen. Der Typ, wenn du einen Schritt nach vorne läufst und willst wieder zurück, bleibt da wie hängen kurz. Da ist für die Steuerung die Stelle schon nicht einfach. Ich kann ja jetzt nicht laufen. Ich muss jetzt laufen. Ah, jetzt hab ich's geschafft. Bisschen Zeit hast du ja. Ja. Oh, das ist aber gut gemacht. Lauf! Das könnte zur Zeit. Uiuiuiui. Komm schon. Ah, sehr gut. So. Ein bisschen an der Steuerung feilen, meine lieben Freunde. Alter, was machst du jetzt? Nein, gut, und die. Warte mal, kann ich mit Steuerkreuz? Ne, geht auch nicht. So, warte mal jetzt. Ich muss. Deutens ist der Schalter. Bams. Auf mit dem Schalter. Sehr gut. Also schon mit diesem Lava zurück. Also schon tricky. Aha! Ein Herzteil. Du hast ein Herzteil erhalten. Sammle 4 für einen Herzbehälter. Nein, Container.
Naja, man kann ja nicht alles übernehmen, hä? Jetzt muss ich tatsächlich zurück, ja? Scheiße. Ja, es ging halt nur um das Herzzeichen. Nein. Jawohl, musst du nicht. Du kannst geradeaus durch jetzt. Einfach geradeaus durch. Ja, ach Gott sei Dank. Und dann hast du vorne einen Stein, den du zur Seite schieben kannst und dann... So, da haben wir das Herzteil geholt. Dann können wir unten erstmal die Höhle reinrammeln. Ja, wir müssen halt Stück für Stück jede Höhle durchgehen, weil... ja. Ui, dann nützt mir das Schild gar nichts, ne? Ja, ist Brandschaden halt, ne? Na ja, gut, aber es ist ja ein Eisenholzschild, das müsste eigentlich gehen. Es ist der Lehrlingsschild. Klugscheißer. Klugscheißer. Keiner mag Klugscheißer, außer ich. Aber es war trotzdem ein Schild aus Holz und. Richtig. Eisen. So, gehen wir hier rein. Genau, vergessen den Seil unten ran zum. Ah, ja, ich hab's gesehen. Aber, ach, okay, gut, okay. Aber egal. Nee, jetzt geht erste Zeil, wenn es der Boss sagt. Zack. Ja, mir geht's dann immer so, dann läufst du in den Dungeon und dann kommst du irgendwo raus und denkst, jetzt musst du den ganzen Dungeon nochmal machen, weil du das scheiß Seil vergessen hast. Ist es dein scheiß Ernst? Das haben wir aber hier das Problem. Das sieht fast aus wie so ein klassisches Teil, wo du irgendwo weiter oben runterfliegst, dann kommst du drüben bei der Kiste raus und von dort... Oh! Das... Klasse gemacht, das habe ich nicht gedacht. Ich dachte, das ist so ein klassisches Ding von oben runter. Habe ich auch erst gedacht, aber dann sah die Wand zu komisch aus. Eine Potion, schade, da hätte ich mal ein bisschen mehr erhofft. Das habe ich nicht... Okay, krass. Gut gemacht, also, Paula. Seht ihr Leute, also, es gibt auch so Geheimgänge. Also das, ich habe es gesehen, das sieht wieder so Nebel aus dann. Okay, cool. Okay, sehr gut. Gut aufgepasst. Muss auch mal was können. So. Ich glaube, das... ist die Abkürzung, wo wir jetzt unten wieder angefangen haben. Hier sind wir als erstes rein. Ja. Gut. Also können wir wieder nach oben mit dem Seil, weiter nach links. Aber wir haben jetzt zumindest die Abkürzung, dass wir nicht den ersten Dungeon immer durchmachen müssen. Naja, aber wo soll ich jetzt hier weiter hin? Na, links. Links oder hier? Ja. Na, links war ich ja drin, da ging es ja nicht weiter. Hier, ach nee, hier bin ich gekommen. Ne, von hier bin ich gekommen. Vorhin, genau. Autsch. Genau, hier geht's weiter. Da war ich doch schon drin. Achso, ne, dann zurück. Und weiter nach links. Also unten geht's aber auch noch weiter nach links. Aua. Aua. Ach, ja, erst halt den komischen Metalltypen, den du von unten gesehen hast. Diese Typen, also. Oh, da schlägt zurück. Ah, das ist der erste mit Schwert, okay. So, dann haben wir hier einen Dungeon oder einen Eingang. Mal sehen, wo es dorthin geht. Okay, also hier müssen wir wieder mit der Lore formen. Okay. Hast du deinen Controller angeschlossen? Ja. Du mal ganz kurz übernehmen. Also, nee, ja, kann ich. Wartet, da muss ich erstmal hier. So. Kannst du noch weitermachen? Hä? Oh, Stein, hast du. Bist du wieder so weit? Was? Nee, da weiter kann ich ja weitermachen, bist du jetzt. Ich brauche jetzt nicht stehen bleiben. Achso, nee, ich hab jetzt. Ah, jetzt hast du gut. Okay, also gleich noch da, Leute. Jo. Na gut, dann gehen wir mal in die Lore und gucken uns das mal an. Wo wir denn hier hin müssen. So. Schalter an. Rein in die Lore. So. Unten war ein Schalter auf jeden Fall, habe ich gesehen. So. Ist da vielleicht ein Versteck hinten in der Ecke? Das sieht so komisch aus. Nee. Ach so. Aha. Sehr gut, okay. Dann kann ich mit der Lore dort ranfahren und dann kann ich dort aussteigen. Okay. Lorenrätsel. Das ist auch mal was. So. Und jetzt runter an den Stein ran, aussteigen. Sehr gut. Schieben. Schalter auf. So, jetzt ist die Frage.
Achso, das ist die Abkürzung, alles klar. Das ist die Abkürzung und wir gehen jetzt hier weiter. So. Sind wir ja anscheinend schon auf das Wipfelszinne. So, da geht's hoch. Da gibt's nichts weiter. Oha. Ach, wie cool das aussieht. Ah, das ist einfach. Das ist einfach ein cooles Game, muss man aber immer sagen. Ich habe keine Ahnung, was es kostet im fertigen. Das fertige Spiel, aber so die Aussichten und so. Das macht schon was her. Da gibt's mal gar nichts. Aber es ist echt so, ne? Es ist, mit Lava ist ja gar nichts mehr. Kannst du vergessen. Komplett trocken hier, die Bude. Geh weg, du. Spaten. So, da unten haben wir einen Eingang. Hier können wir eine Seil schmeißen. Das machen wir natürlich als allererstes. So, okay, dort ist der Tempeleingang. Alles klar. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal schnell hier runter und nehmen natürlich das Seil mit. Und gucken uns an. So, so. Geh weg, Blob. Nix da. Kannst du vergessen, mein Freund. Oder war das das, wo wir jetzt vorhin drin waren? Gucken wir mal. Ah ja, alles klar. Okay. Das war sozusagen nur eine Abkürzung. Okay, dann können wir ja hier hoch und gehen Richtung des Tempels. So, mein Freund. Nix da. Auf zum Tempel. Aber da fließt auf alle Fälle noch Lava raus. Also ganz versiegt sein kann es noch nicht. Wir machen hier schon mal ein Seil ran. Ey, da zockt gleich das ganze Spiel durch. Und alle, genau, das ist das mit Kinder. Ich muss natürlich auch mal ein Sohn ins Bett schaffen. So ist das halt. Ja, nee, so. Alles gut. Ich habe uns zum Tempel geführt. Das erinnert mich an so ein anderes Spiel. Was ich komme jetzt auch nicht. Was ich dir kurz noch zeigen will, ist hier, wo das so rauszoomt. Cool. Das ist so cool, oder? Ja. Das erinnert mich übelst an ein anderes Super Nintendo-Spiel. Auch ganz bekannt. Mich Quest. Erinnert. Was? Quest? Mystic Quest? Mystic Quest, genau. Da gab es auch so eine Stelle, musstest du auf so einen Berg bei so einem Tempel. Aber es war nur ähnlich, es war ein bisschen andere Grafik. Aber übernehmen wieder. Du kannst übernehmen, ja. Hier brauchst du, hier ist nochmal hergekommen. Du kannst sozusagen rechts in den Dungeon rein. Boah, wie cool das aussieht. Grunwelt, ja. Du Kolonen. Ja, ja, alles für Lava, das kann ja nur. Es kann ja eigentlich nur der Lava-Geist sein, also der Feuergeist sein. Der Feuergeist. Mit dem wir dann natürlich auch Licht machen können, ne? Bin mal gespannt, ob ihr seht, da unten rechts. Feuertempel. Okay, das sieht man so. Ja, das ist aber falsch, ne? Der Waldtempel kommt zuerst, meine Freunde. Waldtempel, ganz schwach kopiert. Unten habt ihr ja dieses Ladezeichen, hast du gesehen, Chlor, da ist eine Flamme. Pass auf. Ladezeichen, zeig Flamme, ich hab's gerade. Unten rechts in der Ecke gucken, bitte. Ach so, ja. Genau, ich bin ja mal gespannt, wenn du den jetzt hast und kriegst dann den nächsten, kommst dann zum nächsten Tempel, ob das sich dann ändert. Das werden wir sehen. So, Flummer, links oder gerade? Oder rechts. Rechts müsstest du ja abschieben können. Die Blöcke vielleicht. Nee. Oder kannst du nur von außen schieben? Nee, ich kann schon schieben, aber das geht ja nicht. Ich kann jetzt den hochschieben, dann blockiere ich mich ja selber. Ach nee, so, ja, so könnte ich machen, aber gut. Oh, der Controller, jetzt muss ich ihn wieder abstecken, das ist übelst nervig. Ja, ja. So. Nee, das Wort muss vorne machen. Ja. Naja, ich gehe in die Mitte. Aber das geht eh nicht, glaube ich nicht. Das ist zu einfach. Ja, wer hätte es gedacht. Müssen wir bestimmt peu à peu. Wie es halt ist, ne? Dann einen aufmachen, Schalter, dann dort aufmachen, den Schalter nehmen. Ja, fließt die Lava noch. Was haben wir in der Mitte? Ah, okay. Jetzt Klassiker. Ah, ja, jetzt. Zack. Das war wieder doof, ne? Ja. Das ist scheiße gebaut, glaube ich. Jetzt hast du es dazu gebaut. Ich versuch's nochmal, Leute. Aber ich muss ja. Blöd jetzt. Den runter, oder nicht? Ja, du müsstest.
Du musst jetzt den ganz rechts, also den ganz rechts runterschieben. Und dann den daneben raus. Alter, ja, der Vierte hat mich irritiert, das ist so einfach eigentlich. So, bestimmt gleich beim Endboss, pass auf. Gut, es kann auch sein, dass der erste Tempel jetzt nicht so riesig ist. Man weiß ja nicht, wie weit das Spiel geht. Bestimmt auch. Das kann man ja noch gar nicht bewerten, aber an sich, wie gesagt, also ich habe schon gesagt, wo du fort warst, je nachdem, wie der Preis ist, muss man sich das überlegen. Ja. Der Schmiedende von Radulf. Okay, das sind anscheinend verschiedenste Götter. Lese ich mal nicht alle vor. Aber guck mal, die Schneckis. Schweine. Nee, es ist Schneck. Schneckfax. Die sind auch schwierig, weil die so eine Schleimspur ziehen. Eben. Ich fand es aber von der Steuerung, also ich weiß nicht, ob das sein kann, dass es über Parsec ist, dass das ein bisschen verzögert ist. Ja, weil, das kann sein. Weil ich fand mit dem Controller, es war perfekt. Okay. Nee, kann ich leider nicht unterschreiben, Leute. Also bei mir zieht es immer ein bisschen nach. Das, also wie gesagt, es kann aber über Parsec sein, dass das doppelt eine Verzögerung ist. Ich meine, das ist gut möglich. Ja, es ist ja nicht viel. Da wusste ich noch, das geht cool. Aber, ja. So an sich direkt, wenn ich spiele jetzt, war einwandfrei. So an sich geht's, ja, aber... Echsen! Aua! Boah, die sehen auch cool aus. Boah, halten dann auch schon ein bisschen was aus. Alter, es ist doch viel, viel... Okay, das ist schön, da geht's schon erstmal nicht weiter. Das ist schon mal gut. Das schränkt mich etwas ein. Oh je. Dum. Oh, die schießen. Okay. Wir müssen doch einen Klaps haben. Wir müssen mal Mark haben, sagen wir. Ja, kannst mal eine Vase, Junge. Gegner, komm her, du. Oh, der Feuermagier. Alter, komm da her. Das kann ich auch, du Arsch. Das ist halt cool, dass sie mit den Vasen das auch, ja. Ja, ja, das war schön, schön übernommen auf jeden Fall, ne? Die guten Sachen. Ja. Vor allem bist du auch gleich One-Shot in der Vase, ne? Ja. Ja, so ein Krug in die Fresse, da weißt du da Bescheid. Ja, ja. Och, nee. Dann machen wir so oldschool, Baby. Ich kann auch blocken. Okay, das geht dann. So. Da öffnet man einen neuen Weg. Ein Schlüssel. Ein und Key und... Dungeons. Die scheint mein Ende zu sein. Alle Schlüssel hier öffnen nur die Pforten innerhalb des Tempels. Aha. Ich kann nicht entkommen. Ich wurde verraten. Sie haben mich hier eingesperrt. Ich werde als Märtyrer sterben, aber ich will nicht sterben. Abakuk. Abakuk. Abakuk ist dann sehr wahrscheinlich der Feuergeist. Könnte ich mir vorstellen. Jetzt haben sie ja im Dorf eigentlich, haben sie ja die ganze Zeit von Abakuk gesprochen. Richtig, ja. Jetzt haben wir einen Schlüssel. Ich weiß noch nicht, wofür ich den jetzt brauche, aber werden es gleich sehen. Ja, viele Gegner hier. War ja vielleicht gar nicht alle tot machen, aber ich mache das gerne Gegner tot. So, laufen wir hier lang. Aha, aha, aha. Okay. Aha. Vater Abakuk, ich habe versorgt. Pfeife. Ich wusste, dass der Rat nur mit euch gespielt hat. Was ich nicht erwartete, ist hier ebenfalls zu sterben. Ich wollte euch rächen. Steckst du da drin? Und fand doch nur mein Ende. Nächster Schlüssel. Es könnte aber sein, unten ist ein Schall, obwohl Schalter. Na gut, könnte sein, dass wir trotzdem alle Gegner bekämpfen müssen. Ja, achso, ja, gut, das kann sein auch. Zumindest alle, die du in den Radius hast. Nee. Naja. Okay. Obwohl, ja. Warte mal, kannst du so eine Vase drüber schmeißen? Ja, auch mal die Idee. Gleiche Idee kam ja auch gerade, Leute. Nee. Nee. Okay. Schatte. Hier ist aber schon mal ein Schlüssel. Ja. Machen wir auch gleich. Zack. Auf mit dem Schlüssel. Hä? Brauch ich ja schon? Nee. Nee, aber nicht bei den Schnecken. Sieht ähnlich aus wie ein Raum, den wir schon hatten, aber ich glaube, da waren die Schnecken nicht dabei. Ja, glaube ich auch nicht. Ja, trotzdem alle Gegner mal platt machen, weil ich ja nicht weiß, ob ich das brauche. Ne, da brauche ich nicht, das hat's. Ich glaube, hier in dem Raum sind sie einfach wirklich nur zum... Stimmt, ich sehe es. Ist ja offen. Genau. Dadurch, dass du halt einfach nicht so einfach durchkommen sollst.
Hier könnte es sein, weil da ist eine Tür. Da könnte es sein, dass du alle besiegen musst. Das war wahr. Nein! Ja, das meine ich. Das ist zum Beispiel da reingerutscht, wo ich eigentlich mein Augenblick noch nicht lang gelaufen. Ja, tatsächlich. Boah, das ist schon. Da habe ich auch nicht gesehen, wo die Tür aufgegangen ist. Links ist die Tür aufgegangen, oben die war auf. Tja, Leute. Was machst du da, ne? Nee, du, das ist ein Gegner, geh nicht rein. Ich wollte gerade sagen, gib mir doch bitte mein Herz. Aber wir haben ja auch noch drei Potions. So, jetzt haben wir hier. Da waren wir doch gerade. Okay, das ist. Okay, das ist nur eine Abkürzung. Alles klar. Auch schön. Kann man immer gebrauchen. Lauf, Forest, lauf! Brennst du ja einen Arsch? Ja, auf alle Fälle. Oh. Boah, cool, was ist das hier? Nächste Schriftrolle. Ja, und hier oben sieht aber auch gut aus. Vielleicht kannst du, kannst du nichts machen, bitte. Bitteschön. Beginne allmählich den Tempel als mein Zuhause anzusehen. Nofro und die anderen kommen nicht mehr. Niemand wird mehr der Eintritt gewährt. Ihre Eifersucht kennt keine Grenzen. Schmerzt es sie wirklich so sehr, dass ich der Auserwählte bin? Aha, der Auserwählte. Vielleicht. Der fucking Highlander war also im Tempel. Fucking Highlander. Ich glaube, das ist so ein Magier-Dude. War du für eine Kohle? Koderin hier? Kriegst du aber auch nicht viel, ne? Na gut, die Frage ist, wie viel das Zeug kostet. Wir können ja im Shop nicht gucken. Das stimmt natürlich. Und jetzt sage ich mal alles. Oh, bleibt bei 99. Ja, du hast ja nur die kleine Geldbörse. Du kannst ja nur 100 mitnehmen. Klassiker, Leute. So, jetzt lauf, 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 lauf. Mach doch schnell, mach doch schnell, mach doch schnell. Es geht nicht schneller, es geht nicht schneller, es geht nicht schneller, es geht nicht schneller. Und rein. Naja, hier haben sie nämlich schon ein paar. Au, aber cool gemacht. Ja, ja. Ja, wie lang noch? Auf. Tschüssi, wir pfeifen. So, hier brauchen wir den nächsten Schlüssel. Nein, haben wir ja noch. Ja, ja. Unten geht's aber auch noch. Und nach links geht's auch. Das ist aber zu alles bei der Tür. Ja, das, hier drin könnte ja ein Schalter oder eine Vase sein. Und es. Oh. Das glaube ich nicht. Ich glaube tatsächlich, du musst hochgehen, aber wir gucken mal. Nee. Dieses Lava-Becken in der Mitte ist auch irgendwie ein bisschen. Ah! Bossfight! Oh Gott. Was soll ich machen? Oh Gott! Okay, wenn er normal ist, ohne Feuer kann man ihn angreifen. Das ist der fliegende Felsbrocken. Natürlich trifft er mich trotzdem. Wir haben noch ein paar Potions, meine lieben Freunde. Wir haben noch ein paar Potions. Das sind ja nicht ganz. Und dann stoppt ja auch das Spiel, wenn du die Pause drückst. Kann ich das blocken? Nee, ne? Selbst wenn nicht, das Ausweichen dürfte nicht so schwer sein, eigentlich. Ja, außer Majestology. Das stellt sich doof an. Noch ist er relativ simpel. Aber man weiß ja nicht. Manchmal haben die ja mehrere Phasen. Nix. Nee, du. Der will noch ein bisschen spielen. Nix da. Das war ja zum Beispiel was, was ich zum Beispiel bei den neueren Zelda-Sachen, also wie bei Twilight Princess oder so, nicht gemocht habe. Dass die Gegner halt immer nur diese drei Schläge aushalten. Das fand ich, ja, immer, das fand ich immer ein bisschen lächerlich. So riesen. Oder irgendwann Klassiker, genau. Riesenviecher und dann halten die drei Schläge aus. Das war irgendwie einfach. Naja. Ach, wie cool das aussieht. Aha! Cool! Oh. Da haben wir's. Den ersten Chin. Nice! Der erste Feuermagie. Cool! Elementargeist wurde mit Feuer durchdrungen. Setze die Elementarkraft mit Bedacht ein. Weil du hast nämlich die Lava strömt. Ambers Schlag. Die Flamme lebt. Feine Sache. So, Badufer. Aha. Okay. So, ich wollte gerade sagen, wie kann ich's machen? Verwende Elementarfähigkeit. Mit RT. Easy. Cool.
Das ist natürlich cool. Und da oben habt ihr eine Magieanzeige und die lädt sich aber selbst wieder auf. Das ist natürlich geil. Aber du, jetzt musst du mich noch Lampen anschießen. Zack. Zack. Genau, und die hattest ja in die Höhlen, wo ich gesagt habe, da wirst du bestimmt noch nicht rein können. Und da ist der Boss. Schätze ich mal. Noch ein Boss. Ja, da oben könnte, also könnte ich mir das gut vorstellen. So, pass mal auf jetzt. Boah, Alter. Weg hier, natz den Junge. Drüben ist noch eine Truhe. Ja. Ah, in der Lava geschubst. Okay, dann muss ich hier lang. So, gucken wir mal rein hier. Was gibt's? Ein Mana-Trank bestimmt. Du hast keinen Platz in deinem Inventar. Komm später zurück. Oh, oh mein Gott. Ach du. Wir haben zwei. Interessant. Du musst da dein Gepäck, also deinen Rucksack, vergrößern. Das ist natürlich cool. Ich mach's. Weil ich ja nicht weiß, was kommt. Ich glaub, von jedem eins zusammen kann. Aber das ist natürlich eine geile Sache. Das heißt, du musst da deinen Rucksack erweitern und so. Das ist eigentlich ganz nett. Das stimmt, das ist cool. Ja. Na, guck mal, ja, jetzt hast du recht. Jetzt fliegt die hier. Genau. Easy. Schön ist ja, die Magie lädt sich wieder auf selber. Das ist schon mal gut, aber beim Endboss kann das halt. Kann das ja nicht reichen. Ah, das bleibt jetzt nicht schade. Bam. Ja. Oh, das geht wieder aus. Ja, das geht wieder aus nach der Zeit. Das ist nur erstmal zur Orientierung. Okay, dann brauche ich auch nicht mehr. Weil ich habe ja Flämische mit. Na, so ist ja nicht. Ja. Moinsen. Oh, da war ich euphorisch, du. Oh, warum ist hier das dort? Ach so. Oh Gott. Okay, das ist interessant. Aber, fein. Stream, Baby. Nennt mich Lava Shooter. So. Renja, wenn ich schon Call of Duty nicht kann, das kann ich. Gehen das. Okay, die Vasen gehen nicht kaputt mit Flamme. Interessant. Kann man mal probieren. Ach, du bist wieder am Ausgang. Alles klar. Ja. Aber mit Drüchen. Ja, da. Genau. Zack. Oh, Ausgang. Oh, du die hast Karte. Die Karte des Himmels gefunden. Jetzt schon. Na, Wahnsinn. Und wieder eine neue Information. Die Elfen haben mir den gesamten Tempel gezeigt. Das ist schön. Nur mir allein. Sie nennen mich den Auserwählten. Hm. Den Träger des Feuers. Die anderen betrachten mich voller Argwohn. Sie planen etwas. Das ist gewiss. Ich werde diese Karte hier sicher verstauen, als Warnung, falls mir irgendetwas zustößen sollte. Gut. Hau mal aus dem Maul. Warte mal, öffne die Karte. Ah, select. Aha. So, es gibt halt nur noch einen Gegenstand zu finden. Wir haben die Map-Karte. Ah, das ist der Master-Schlüssel bestimmt, klassisch. Dann haben wir einige Informationen. So, pass auf, ja. Oh Gott. Ja, ist ja egal. Eigentlich im Moment brauchen wir den noch nicht, weil wir ja sowieso erstmal. Zurzeit geht's relativ straight durch. Richtig. Aha. So, jetzt sind wir am Anfang wieder. Bam, 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 bam. Aber eigentlich bam. Haben wir ja alles. Ich meine, den Bossfight haben wir ja gemacht im Endeffekt, oder nicht? Nee. Wir haben noch nicht alles. Nee, der Bossfight kommt noch. Da hast du noch die große Schlüsseltür. Hm. Bam. Du hast doch noch die große. Naja, stimmt. Es gab immer einen Zwischenboss und dann einen. Genau. Genau, hast recht. So, guck mal, hier war nämlich auch noch nicht. Schön. Jetzt haben wir von rechts gesehen. Das war der Monsterschlüssel sein. Ah, ja, so. Du hast den Bossschlüssel erhalten. Du kannst das Tor zu dieser Kammer öffnen. So, da oben waren wir schon. Ja. Haben wir noch nicht, aber das ist ja so kalt, das sehe ich schon. Ja. Zack. Da wird es bestimmt auch der direkte Zugangweg sein Richtung Boss. Ne, da haben wir auch noch. Ja, ist auch noch. Einen Schlüssel haben wir jetzt verbraucht. Ja, auch noch ein paar Truhen hier. Laut Map zumindest. Oder werden alle angezeigt, auch die aufstehen? Ich denke mal, die waren alle. Du kannst ja jetzt einfach gucken, ob die angezeigt wird, die hier drüben ist. Ja, ist ja leer. Ja.
Okay, die ist aber dann offen. Also eine fehlt noch. Ne, da läufst du jetzt rein, wo die genau, eine doch, steht. Da rein und dann hab ich noch eine. Ja, da ist es. Das nehme ich mit, ja. Pass auf, ja. Und bam. Du hast einen Mana-Splitter erhalten. Das haben wir vier. Ah, okay. Mana-Splitter. Cool. Schön. Oh, geiles Ding gemacht, ja. Boah, da sind wir mal auf den Boss gespannt, ey. So, dann haben wir. Ja, mach mal den Boss, ja. Ja. Kommt, Jum, komm nicht drum rum. Ja, eine Truhe hätten wir ja noch, aber. So, Boss, Baby. Jetzt gibt's da Schnauze, hoffentlich. Aha. Okay, da haben wir schon mal einen Rückreisepunkt. Die fehlen uns ja auch noch ein paar. Bitte. Letzter Tagebucheintrag. Elfen sind mir erschienen. Ich werde zum Märtyrer für die Zwerge. Sie werden mich vergöttern. Das war ihr Plan. Ich besitze das Feuer, aber ich komme hier nicht raus. Mögen meine Kinder und Kindeskinder diesen Schmach niemals vergessen. Diese Schmach niemals vergessen. Schwierig. Haben wir auf der Fingerpaar. Schwierig, wenn er immer hier drin ist. Ja. Schon ein Rückreisepunkt, das machen wir jetzt nicht. Ach, eine Kerze! Coole Idee. Oh Gott. Ich will gleich wieder losschießen. Lass mich doch. Wo ist er denn? Ja. Jetzt kannst du bestimmt schlagen, wenn du sie angedochtet hast. Genau. Okay, anzünden, schlagen. Gut, okay. Zack. Aber cooles Boss-Design auch wieder. Ja, das ist eine coole Idee. Das gab es auch noch nicht. Sowas kenne ich auch noch nicht. Ja, natürlich cool, wenn ich bei den kleinen Kerzen jetzt mal ein Herz kriegen würde, brauche ich jetzt weiß nicht, aber. Wollte kurz sagen, ist doch jetzt zur Zeit gar nicht vonnöten. Ich sag mal, die sind sehr redundant, die Bossfights in der Hinsicht, auf jeden Fall. Ja. Das sind die normalen Gegner fast schwieriger als die Bossfights bis jetzt. Das ist, oh, da soll ich vor Ort wechseln. Das lässt sich nicht mehr anzünden, du Schwein. Nein, das gibt's doch nicht. Du kleiner Sack. Jetzt aber Schluss, ja. Das war's, Junge. Easy. Das war's. Aber auch coole Animation. Oh, eine Kerze. Wahrscheinlich. Eine Kerze? Wo macht denn die jetzt hin? Ein. Ganz klassisch. Herzbehälter. Herzbehälter erhalten. Deine maximale Gesundheit hat sich erhöht. Aber hallo! Bam, bam. Machen wir Licht, ja. Das sieht cool aus. Also so. Ja. Ja, mega gut gemacht. Schöne Überlegung. Feuerelement wieder hergestellt. Ah. Du hast einen Feuerbehälter erhalten. Ein Feuerbehälter. Okay. Was es nicht alles gibt. So, Tempel abgeschlossen. Jetzt kommt der Lava wieder. Jetzt geht's ab hier. Raus mit dem Knüll. Raus hier. Zack. Jawohl. Boah, wie cool das aussieht. Cool gemacht. Easy. Endlich. Kann ich jetzt selber anzünden, aber. Ja. Passiert nichts, ne? Nee. Gut. Mit aber die kennst du bestimmt abbrennen, vielleicht jetzt, oder? Ja. Bin ich mir jetzt ziemlich sicher. Ja, siehst du. Wunderbar. So, pass auf, jetzt haben wir ja. Das will ich nochmal sehen. Gucken. Es gibt nämlich auch hier. Unten gibt es Erze. Element. Erz, okay. Wo ist denn aber jetzt diese Katze? Da wurde mir die gar nicht angezeigt, weil es ein Questgegenstand ist. Ja, sagen wir schon mal den Gegner. Möglich. Bestario. Ich hätte das schon gerne neu, weißt du. Aber ich glaube, das wird nichts. Weißt du, wenn ich jetzt den mit Flamme beschieße? Gar nichts. Ja, es ist ja selber Flamme sozusagen. Das negiert sich, ja. Genau. Genau, hier kommen wir auch weiter. Genau. Da kannst du jetzt rein, weil wir da vorher nichts gesehen haben. Ach, das ist aber auch. Das ist eine Krux mit dir. Ja, es ist wirklich. Also, könnt ihr mal glauben, Leute? Wenn ihr es mal nicht glaubt, das ist auch toll, ein bisschen bescheuert, Junge, dann lade ich euch mal zu Discord ein und spielt erstmal. Über das. Parsec, meine ich. Ja, das ist klar. Ich lüge nicht. Da kann das kann schon die ne wie heißt's? Oh, ich komme auf den Namen, bin ich blöd. Ein Unterschied sein halt. Aha, hast du die Geld, das nützt uns. Eine Verzögerung, meine Fresse, ich bin nicht drauf gekommen. Gefällt mir echt gut die Optik so auch mit den
Wenn du jetzt so die Flammen, die Dinger anmachst und so. Ja. Hat auf jeden Fall was, der Stil. Jetzt haben wir wieder ein Mana-Stückchen. Glaube ich zumindest, ne? Ja. Bäm, das zweite. Sehr gut. Jetzt haben wir wieder eine Abkürzung. Zack. Bäm, und jetzt haben wir ja immer noch diese eine Höhle, hätten wir ja auch noch, wo wir nicht waren, aber können auch erstmal wieder ins Dorf gehen, schnell. Weil du musst ja dann, glaube ich, auch los, ne? Nee, muss ich heute nicht. Erzähle ich doch später. Die kann ich aber, wegknüllen, die Jungs. Gehen wir mal ins Dorf. Gucken. Knüll weg. So, warte mal, komm ich jetzt? Nee, komm ich nicht. Doch, bist fast richtig. Muss dann bloß hier drüben noch links und dann kommst du direkt ins Dorf zurück. Na. Ach, das ist doch. Jetzt geh doch halt weg. Wenn der Horde Gegner sieht, kann er nicht anders. Nee, ich muss kämpfen, Leute. Ach, ich lass es sein. Ich will aber noch mal hier was probieren. Wir haben jetzt. Naja, bringt auch nichts, ne? Nee, gut. Nee, da gibt es bestimmt noch was anderes. Also mit dem Baum, die Idee, dass der Baum dann so verkohlt wird, finde ich richtig geil. So, aber hier komme ich nicht weiter, ne? Genau. Musstest oben noch. oben noch links und dann kommst du ins Dorf. Noch mal zuhören, bitte. Ja. Kannst du hier an dem Seil runter? Und dann kann ich ja noch einsetzen sogar. Genau, und dann bist du auf dem Pfad und dann kannst du noch links und dann kommst du ins Dorf. Auf dem Pfad, nach Vatani hast du die. Oh, wie cool das aussieht mit der Lava. Gefällt mir. Ja. Bei dem hier unten jetzt was, weil jetzt läuft da wieder alles. Freust du dich jetzt, Kollege? Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Dies ist die einzige Arbeit, die in dieser ganzen Krise keine Kunde verloren hat. Keine Kunden verloren hat. Von dem Fall, dass du mit dem Gedanken spielst, den Beruf zu wechseln. Tja, der Beruf des Totengräbers ist immer ein, wie sagt man, ein krisensicherer Beruf. Ja. Gestorben wird immer. Das ist leider so. Das kannst du nicht schönreden. Kommst du nicht drumrum, ne? Nee, du. So, jetzt kommen wir mal zur Obermackerin. Oder zum Lehrlingskumpel. Ah, hier liegt sicher noch kein Lava, ne? Ja, deswegen, was? Das wundert mich ehrlich gesagt auch. Hätte ich schon was machen müssen? Mensch. Bleib doch nicht immer hängen, Junge. Also. Ah. Hey, ich dachte schon, du wärst gestorben. Ist aber nett von dir. Ja, ich sterb damit. Du hast dir echt Zeit gelassen. Ja, aber das ein oder andere Gegner schon weggeknallt. Ist alles in Ordnung? Bist du blind? Man sieht doch das riesige Feuer, wo es fliegt. Ja. Hey, stimmt was mit deinem Haustier nicht? So leicht gekommen. Es ist irgendwie seltsam. Es ist ganz rot geworden und leuchtet. Alter, ist da dumm. Hat es sich da drin eine Entzündung zugezogen? Tempel sind heutzutage sehr gefährliche Orte. Mhm. Anscheinend. Ah, ja, klar. Hey, warte mal. Was ist das? Sie ist wieder da! Die Lava ist zurück! Ja. Das Element wurde wieder hergestellt. Ketzer! Ketzer! Gepriesen seien die Elfen und die Großmeister der Vergangenheit. Leck dich. Ich glaube, das war eigentlich... Lieber Vorsicht als optimistisch sein. Dies mag nur vorübergehend sein. Ketzer! Das Element wurde wieder hergestellt. Ketzer! Wir haben die Gunst unserer Ahnen zurückgewonnen. Es scheint so. Das Dorf hat seine verlorene Anmut zurückgewonnen. Alle an die Schmieden. Das Dorf lebt! Hurra! Hurra! Du Bliedmeister. Hui! Scheint, als seien alle ziemlich begeistert. Das ist auch geil. Vielen Dank dir für deine Hilfe.
Immer wieder gern. Ich habe das Gefühl, dass die Demo jetzt... Und deinem Haustier? Mensch, du bist doch aber auch ein... Die Ältesten werden niemals anerkennen, dass du es warst. Ja, völlig scheißegal. Aber ich weiß es. Und das ist wichtig. Du wirst hier immer einen Freund haben. Das will ich hoffen. Ich gehe zu meiner Schmiede. Und baue mir ein Megaschwert. Ich will sehen, wie das Dorf voller Leben aussieht. In deiner Schmiede. Okay. Wir haben eine Zukunft, trotz allem. Du laberst, nicht du laberst zu viel. Da labert es einfach zu viel. Das ist echt wirklich. Das habe ich doch gewusst. Das ist nicht der hellste Schmied am Schwing dein Schmiedehammer und sei ruhig. Genau. Danke fürs Spielen. Du hast die Hauptaufgabe der Demo abgeschlossen. Jetzt kannst du weiter auf Entdeckung gehen. Im Vulkanbiom warten noch Geheimnisse auf dich. Füge Elementares, dann noch Steam-Muschlis hinzu. Fortsetzen. Ja, werfen Sie Ihre Rosen. Es ist gerechtfertigt. Richtig, habe ich aber super gemacht. Harder wieder grandios gespielt. Cooles Spiel auf jeden Fall. Geil. Interessant, was es kostet. Ich glaube nicht, dass es mehr als 10 Euro kostet. Ich glaube es doch. Denkst du wirklich? Ich hab, aber man weiß es nicht. Es kann auch sein, es ist, wie gesagt, Corekeeper war auch ein Spiel, wo ich nie gedacht hätte, dass es so billig ist. Und dann war es unfassbar billig, überraschend billig. Es ist immer noch, so nicht billig. Billig klingt so falsch. Aber, also billig in Form, preislich billig. Und also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist wirklich ein Spiel, das sieht gut aus. Soundtrack ist gut, Effekte sind gut. Es ist ein rundum gelungenes Zelda-Ding, was sich aber trotzdem abhebt mit diesen Elementargeistern. Das ist doch ein mega geiles Spiel. Da gibt's überhaupt nichts zu meckern. Ich würde aber fast sogar sagen, es geht auch in die Richtung Golden Sun. Für alle Rollenspielfans werden das vielleicht kennen. Stimmt, da gab es so die auch. Ja. Erinnert mich da so ein bisschen sehr dran. Auch die Optik und auch die ganze Sache so. Ihr habt halt ja 8 Tempel, ne? Und ihr habt ja gerade gesehen, was ihr machen müsst. War zumindest nur der erste, das kann sich ja dann mehr ziehen. Und es gibt ja auch sicherlich noch Geheimverstecke. Stimmt. Und so fort. Also, ganz cool. Wir hatten ja schon mal so ein Zelda-Flug und da war auch ganz geil. Aber das mit Elementen finde ich ganz cool gemacht. Macht Spaß. Definitiv top. Von uns gibt es einen Daumen nach oben für das Spiel. Es ist eine sehr geile Erfahrung gewesen. Tja, und wenn ihr das auch fandet und ihr der Meinung wart, das ist ziemlich geil, dann lasst es uns wissen mit einem Kommentar, einem Abo auf dem Kanal oder einem Like. Ladet es euch selber runter, wenn es euch gefallen hat. Tja, und wir sehen uns wieder beim nächsten Let's Test angezockt. Bis dahin. Ciao, Leute. Hab's gerade gelesen. Wir können auch das Schild verbessern. Und Ausrüstung schmieden. Ja, schönes Ding, Leute. Lasst einen Kommentar da. Alles, was Klunke schon gesagt hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.